So, ja, es lief ja am Anfang so richtig gleich mit Pauken und Trompeten los. Am Ende wurde es nochmal spannend, möchte ich sagen. 2-1 gegen Mainz ist klasse. Das kann sich sehen lassen, auf jeden Fall. Da sie ja auch mittlerweile sich gefangen haben, sind auf Augenhöhe mit uns wieder, glaube ich, in der Liga. Aber das sehen wir genau, wenn wir mal in die Ergebnisse reinschauen. Mainz, ja, die waren auf Platz 8, sind jetzt auf 9. Haben gute Ergebnisse erzielt, waren auch ungeschlagen bis vor kurzem. Okay, super. Gladbach gewinnt schon wieder. Die machen mich wahnsinnig. Ich sag's euch, die machen mich wahnsinnig, die Gladbacher. Schalke gewinnt auch, Stuttgart gewinnt auch. Also es hat sich nichts verändert in der Tabelle. Deswegen war es noch umso wichtiger, dass wir gewinnen gegen Mainz. Okay, und dann spielen wir jetzt gegen Hannover. Und da haben wir noch eine Rechnung offen. Dann bin ich ja mal gespannt. Mittlerweile haben wir 50 Punkte auf dem Konto. Das kann sich auch auf jeden Fall sehen lassen. Super. 2 Siege in Folge. Seit 3 Spielen ungeschlagen. Man kann auch aus kleinen Erfolgen eine Serie machen, ne, wenn man ehrlich ist. So, okay. Ansonsten, die Bayern gewinnen 4-0 gegen Hoffenheim. Die sitzen wieder drin unten. Ach Gott, die haben es auch echt nicht leicht hier unten. Ne? Aber wir haben ja schon gegen Großteil der Mannschaften gespielt. Ne? Also kann's weitergehen. Okay, meine Spieler haben alle einen Zipfel. Was haben die alle? Einen Zipfel? Ja, selbstverständlich haben sie einen Zipfel. Herrlich, herrlich. So, okay, ja, die Bayern hier, die sind ja ganz dominant am Start. Beste Spieler, das ist immer interessant zu wissen. Ja, Maiga fehlt so, er hat jetzt schon wieder ein paar Spiele nicht getroffen, ne? Der hatte am Ende der Hinrunde einen Schnitt von pro Spiel ein Treffer. 17 Tore und er hat in der Rückrunde erst ein einziges Tor gemacht. Das ist ein bisschen mau. Ich kann es verstehen, dass eben der Stift geht, ne? Aber gut, ich halte zu ihm ganz klar, der hat Vertrauen. Wenn du 18 Tore in der Saison schießt, ist schon alles im Lot, ne? Also da gibt es gar keine Frage. Also es ist schon eine super Leistung, was er da abliefert. Ebenso wie Lasogga auch, ne? Heute wieder 2 Treffer gemacht. Spitzenmäßig. Okay. Lasogga schießt die 0-5er ab. Ja, mit 2 Toren ist auch nicht so extrem abgeschossen. Mal gucken, wie das gegen Hannover läuft. Kriegt 20.000 Euro für Auflaufprämie. Er hat schon 25 Einsätze. Er hat jedes Spiel gespielt, ne? Also ist auch wieder krass, oder? Jedes Spiel hat er der Saison gespielt jetzt, ne? Also krass. So, Pogba und Riese jeweils noch eine gute Woche verletzt. Jetzt geht's gegen Hannover, meine Lieben. Ah, die haben uns ja den ersten gebracht. Den ersten Negativerfolg haben wir schon hinter uns, ne? Negativerfolg. Gegen Hamburg, da haben wir jetzt verloren. Das heißt, jetzt können wir gegen Hannover mal gewinnen. Und dann ist es fast wieder ausgeglichen, die Statistik, wie wir die Hinrunde gestartet hatten. Was bauen wir denn jetzt? Wir haben noch ein bisschen Kohle übrig. Jugendinternat. Oder hier, was ist denn hier? Jugendstadion. Ah, ne, Jugendstadion ist ja blöd. Irgendwas Perverses. 500.000 für Schulungszentrum. Da muss ich aber erst medizinische Abteilung hochbringen. Mach ich doch glatt. Verletzungszeiten um 12% reduziert. Das merkst du dann meistens auch schon bei so 10-Wochen-Dingern. Eine 500.000 Leute wohnen in Hannover. Habe ich auch nicht gewusst. Habe ich gerade mal eben fix überflogen da in der Beschreibung von Hannover. Interessant, Hannover. 500.000 Leute. Wenn Expo ist, sind da bestimmt 5 Millionen unterwegs, ne? Über einen gewissen Zeitraum. Gut, meine Lieben. Maiga, ja, tut mir ein bisschen leid momentan. Er schwächelt. Da muss er wieder ein bisschen Gas geben. Und wenn wir einen Treffer haben, und dann geht's auch wieder vorwärts. Dafür ist Lasogga auf dem Vormarsch. Spielt sich hier, oder schießt sich besser gesagt, in die Herzen der... Oh, was ist mit Benguet los? Was ist denn da passiert? Datenbank ist wieder fit, Jugendspieler erreichen Trainingsziel. War der verletzt oder was? Guck mal bitte. Bengo, ey, was ist denn hier? Eine 4? Eine Form von 4, wie kann das denn bitte passieren? Gib im Training alles, Mann. Der träumt wohl, hat eine Form von 4. Hat sogar noch gespielt gegen Mainz. Naja, hier ist die Hölle los. Ja, rosige Zeiten für Kliche, würde ich sagen.
Der freut sich natürlich, wenn einer so abbesser, abkackt. 15 Moralpunkte. Er verliert 15 Moralpunkte, weil ich sag, du hast dich in der Saison sehr verbessert. Ja, so viel stärker war er vorher auch noch nie. Er hat mit 72. Naja, wer macht denn bald. Ja, oh, hier, hat auch einen Sprung gemacht. Bui hat auch jetzt mehr. Wer war denn noch, der kurz vor Erfahrung stand? Chan! Chan ist kurz davor. Noch 10 Punkte. Yay! Okay, Wolczeit ist wieder fit. Ja, er frasst, ne? Bell, der schwitzt schon. Wolczeit ist back. Er hat gute Aktion gehabt, ne? Ganz klar. Ja, bringe mir wieder. Er ist einfach zu stark, ne? Er ist einfach zu stark noch. Diese 5 Punkte Unterschied sind mir schon was wert, sage ich euch ganz ehrlich. Pogba baut wieder auf. Bauen wir ihn lieber auf statt Bengue. Da muss ich mal wieder fangen, glaube ich. Was ist mit ihm denn bitte los? Haben wir noch nie gehabt, ne? Seitdem wir jetzt 6 Saisons spielen, noch nie gesehen, dass einer da so negativ ins Bodenlose fällt in der Form. Mit 28, wenn er jetzt 35 wäre, okay, aber mit 28, naja. Keine Ahnung, was den gerissen hat. Ene Wolzen geht's auch nicht so blendend. Hast gut trainiert. Gut trainiert. Kalender wird Zeit, da müssen wir wieder irgendwas machen. Hier, ich glaube, nächste Woche ist das Spiel frei. Nee, es geht gerade so bis zum Ende so durch. Krass. Boah, da nochmal englische Woche, kurz vor Schluss. Gut, lassen wir es rocken. Ab geht's, Textmodus Hannover 96, meine Lieben. Bis gleich.